Ja, Glück auf. Wo ich gerade schon so schön dabei bin, ich habe jetzt gerade das Video zur Ozark Bank gemacht, die erste Regionalbank in den USA, die ich im Portfolio habe, die jetzt ein Quartalzahlen veröffentlicht hat. Und ich habe auch noch eine kleine Position bei der Trust Financial Company. Das ist die zehntgrößte Bank in den USA oder ist unter den Top 10 der Banken, zählt aber auch noch zu den Regionalbanken. Also ist noch keine von den Großbanken, trotzdem ungleich größer als zum Beispiel die Ozark Bank, über die ich gerade im letzten Video gesprochen habe. Also ich selber habe hier 20 Aktien für 25 Euro pro Stück, 25,05 gekauft, 500 Euro bezahlt. Das war damals so ein bisschen ein Zock-Trade und jetzt stehen die bei 31 Euro. Ja, habe ich 135 verdient und die haben ja auch eine nette Ausschüttung von 52 Cent pro Aktie pro Quartal. Ja, das sieht man hier. Das sind 208 Dollar, 1,86 in Euro und das ist eine Rendite bei dem Kurs von 5,8%. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, als ich gekauft habe. Auf Kaufkurse ist es auch eine Rendite von 6,5, glaube ich, ungefähr gewesen. War auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, die kann man mal kaufen und eine Zeit lang halten. Bei einer Verzinsung von 6% des eingesetzten Kapitals und mehr ist das okay, solange die Dividende nicht zurückfahren. Die Pacific West, die ich gleichzeitig fast gekauft habe mit der Trust Financial, hat ja die Dividende dann gesenkt auf 1 Cent pro Quartal, also praktisch verschwinden lassen. Die Trust Financial hat sie jetzt prüfen lassen. Und die haben bei der Prüfung gesagt, okay, mit der Dividende, die ihr zahlt, das dürft ihr weitermachen. Das machen die also weiter, die senken die Dividende angeblich erstmal nicht. Klar, kann immer noch passieren, aber es ist für mich ja auch eine echte Mikroposition. Kann ich gar nicht ausrechnen, macht hier 500 Euro von meinem Portfolio 0, irgendwas Prozent. Sieht man also auch hier im Depot ist das hier unten so eine Mini-Position, 0,3% meines Portfolios. Na, kriege ich das hier blau, genau. Das ist also nur ein relativ uninteressant. Trotzdem hat mich interessiert, hier ist nochmal die schöne diverse Einstiegsseite, muss ja heute auch sein. Hier sieht man den Kursverlauf, so year to date. Ja, die hatten typischerweise immer Kurse hier so zwischen 40 und 50 Dollar. Und dann ging das hier abwärts, SVB-Krise. Und dann ging es nochmal abwärts. Und hier nicht auf dem tiefsten Stand, sondern hier so im Anstieg habe ich dann meine 20 Aktien gekauft hier unten. Ja, der Höchststand war jetzt schon mal über 35 Dollar, ist aber wieder ein bisschen zurückgekommen, weil die Quartalzahlen, die waren noch nicht so Bombe. Und wenn man das jetzt mit der Bank Ozark, kann man das hier sehr schön vergleichen auf dem Nasdaq. Die klicke ich mir hier einfach mal rein. Auch eine Regionalbank. Und wenn man die hier zum Jahresanfang aufeinander schweißt, dann sieht man auch hier den Abfall. Aber die Bank Ozark steht jetzt mit plus 15% da, während die TFC mit minus 31% gegenüber dem Jahresanfang. Also denen ist es zwar gelungen, von ihrem Tiefpunkt sich ein bisschen nach oben zu arbeiten, aber es ist nicht gelungen, hier diese Klippe, die sie hier verloren haben, schon wieder wettzumachen. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Das ist natürlich so ein bisschen meine Hoffnung, dass sie wieder auf 40 Dollar oder 45 Dollar kommen. Wenn man hier ein 5-Jahres-Sheet anlegt, dann haben wir hier also durchaus. Jetzt muss ich aber, glaube ich, mal die Ozark hier rausklicksen und das Ding nochmal neu aufbauen lassen, auf 5 Jahre gehen. Und dann habe ich hier Kurse gehabt von 60 Dollar und drüber. Und hier vor Corona waren sie auch bei 56 Dollar, hier immer so zwischen 45 und 50 Dollar hier lange funktioniert. Haben auch eine sehr schön steigende Dividende in den ganzen Jahren eigentlich ausgezahlt.
im Moment von 52 Cent pro Quartal. Ich sagte das schon, das haben sie jetzt konstant gelassen. Ansonsten hatten die in den Jahren vorher immer die Dividende um ein paar Cent erhöht. Gut, ich denke, dafür brauchen sie jetzt wieder bessere Ergebnisse, um das machen zu können. Da habe ich jetzt keinen Excel-Sheet dafür. Dafür ist die Position einfach zu klein, die ich da habe. Und man sieht auch, naja, also Revenue ist knapp 6 Millionen Milliarden. Also der Umsatz, wenn man so will, der ist aber 3% kleiner als im ersten Quartal des Jahres. Besser als im zweiten Quartal des Vorjahres. Allerdings sind die Ausgaben auch fast gleich stark gestiegen, sodass ich also bei dem Ergebnis hier immer noch besser bin als im Vorjahr, aber schlechter als im ersten Quartal. Dann muss ich jetzt bei der geänderten Wirtschaftslage stärkere Rückstellung für drohende Verluste bilden. Und damit ist das Ergebnis also nach dieser Drohverlustkorrektur für auszufallende Darlehen endgültig im Eimer. Und Net Income für die Common Shareholder ist 12% unter dem ersten Quartal und 15% unter dem Vorjahresquartal. Ja, das sind also keine Abweichungen zu Vergleichsquartalen, die ich als Aktionär hier sehen will. Aber man muss halt fairerweise sagen, das steckt ja auch schon in diesen Kursen drin. Die sind ja eben nicht hier oben, sondern hier unten. Also diese Zahlen waren jetzt eigentlich auch zu erwarten. Wenn die Zahlen jetzt hier so wären, dass ich hier einen Anstieg hätte wie bei der Osaka Bank, dann hätte ich auch nicht mehr diesen niedrigen Kursstand. Ja, muss man einfach so sehen. Das Diluted EPS, was die hier selber berechnen, sind 92 Cent. Davon schütten sie 52 aus. Das ist natürlich okay. Das ist für eine Bank schon eine fette Ausschüttung, die die machen. Aber wie gesagt, die wollen diese Ausschüttung auch halten. Wir können ja mal bei Seeking Alpha, grüßt uns noch die Osaka Bank, wir können mal bei TFC gucken, wie die Dividenden in den Vorjahren aussahen. Und sehen hier also Dividenden, gehen wir mal hier zurück, 45 Cent, 48, 52, ja. Hier vorne 40 Cent, 45, 48, 52. Aber ich gehe mal davon aus, die 52 werden jetzt nicht erhöht, sondern dann müssten sie sich, glaube ich, nochmal neu prüfen lassen von der Bankenaufsicht. Die werden sie jetzt einfach weiter spielen sozusagen, aber das ist ja auch nicht schlecht. Ja, also das war hier also auch Rückgänge beim Earning per Share haben 15%, 12%. Das ist sicher kein super Ergebnis, was die hier präsentieren. Ja, die verstehen es natürlich auch, sich hier nochmal Grafiken zu erzeugen, wo sie steigende Tendenzen sozusagen haben. Die Anzahl der Loans hat wieder zugenommen, weiterhin. Und bei den Deposits haben die aber immer noch einen Rückgang. Auch das ein Unterschied zur Osaka Bank. Also hier sehen wir eben den von 400 Milliarden auf 424 auf 400 Milliarden. Und der Anteil der Non-Interest-Bearing, also der Kontokorrentkonten oder Girokonten, auf die keine Zinsen zu zahlen sind, ist hier auch zurückgegangen. Da, wo sie Zinsen zahlen, ist der Rückgang nicht sichtbar. Ist ja auch irgendwie logisch, aber der durchschnittliche Zinssatz, der steigt eben von hier 0,09 auf 1,5%. Das ist natürlich keine Verzehnfachung mehr, das ist schon eine Verzwanzigfachung. Und von vor einem Jahr, das drückt natürlich auf die Margen, das ist gar keine Frage. Denn diese Steigerung ist natürlich viel stärker als die Steigerung auf der Einnahmeseite. Da sind die Zinsen auch gestiegen, aber man hat natürlich vorher auf die verliehenen Gelder auch schon 2-3% gekriegt. Da kriegt man jetzt das Doppelte. Entschuldigung. Und bei den Zinsen, die man auf die Depositen zahlen muss, da muss man jetzt das 20-fache oder das 15-fache zahlen oder so. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied.
Ja, das sieht man dann auch hier, denn Net Interest Income und Net Interest Margin, also die Differenz zwischen den Zinseinnahmen und Zinsausgaben, die ist eben jetzt hier rückläufig. Die Kurve dreht sozusagen und deswegen hat jetzt die TFC Bank, Trust Financial Services oder Trust Financial Company, die hat jetzt hier 2,89 gehabt vor einem Jahr und hat jetzt hier 2,91. Das ist also kein großer Unterschied. So. Ja, das kann man jetzt nochmal auf Core und dann haben sie auch wieder Purchase-Teil da drin. So sehr in die Details wollte ich nicht gehen, das ist jetzt ja nur ein kurzes Video oder sollte es jedenfalls werden. Man weiß es ja nie. Ich bin da einmal durchgegangen, jeder mag sich, der da Interesse für, hat, diese Earnings-Presentation hier von der Webseite von denen runterladen und sich das mal anschauen, ist interessant. Das zeigt aber mir nur, dass wir hier, bis wir hier Kurse von, die werden wir jetzt nicht sehen, von $50 wieder, das wird noch eine Zeit einfach dauern. Da muss man der Bank jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Die müssen sich erstmal mit der Situation auseinandersetzen. Dann wird man sehen, ist die Zinssteigerung in den USA vorbei, fallen die Zinsen wieder, bla bla blups, das hat man jetzt schon auch tausendmal gehört. Ist aber einfach ein Fakt, der jetzt ganz wichtig dafür ist, wie sich die Einnahmen und Ausgabensituationen verändern und dann eben auch, wird das auch Einfluss auf die Kursentwicklung hier haben. Trotzdem ein Wert, den man immer noch halten kann, da habe ich eine Bankaktie, die nicht von der Pleite aktuell bedroht ist, kann ich hier mit einem starken Discount einkaufen. So, die wird auch wieder steigen. Also, wie gesagt, das ist jetzt gegenüber der Bank Osaka sind die hier Faktor 10 mal so groß oder so. Das ist wirklich schon eine große Nummer. Wir können auch da mal wieder Seeking Alpha befragen. Und zwar, ich glaube, im Balance Sheet haben sie die Mitarbeiter auch drin oder sowas. Mal gucken. Ja, hier, die haben also 53.000 Mitarbeiter. Das ist schon echt groß. Und Fulltime Employees 52.000. Das, dagegen ist die Osaka Bank zum Beispiel, die hat, glaube ich, nur ein Zehntel davon. Das ist wirklich eine Nummer kleiner. Das ist schon ein, ich meine, sie wäre auf Platz 9 in den USA. Also jedenfalls eine der Top 10 Banken in USA. Wir können ja nochmal hier auf das Rating gucken. Das ist gar nicht so schlecht hier eigentlich von Seeking Alpha. Die Wall Street Analysten sind auch bei, Seeking Alpha Analysen sind auch bei. Na, wo ist das Summary? Da wollte ich eigentlich hin. Ja, das sind eigentlich relativ viele positive Artikel, die man da lesen kann. Ja, ich weiß, kann man glauben oder nicht, aber das steht ja zum Glück jedem frei. Auch hier die Kurven nochmal, Year-to-Date-Kurve. Ja. Das gibt uns im Moment nichts Neues. Wir hatten das, was ich eben auch gesagt habe, wir hatten hier schon mal einen Aufschwung, wenn ich jetzt mal hier auf Monatssicht gucke, dann ging das hier schon mal auf $35 und dann ist vielen doch wohl klar geworden, dass die Zahlen nicht so gut ausfallen werden. Und das war jetzt hier wieder auch über $3 wieder runtergekommen sind. Hier, wo wir 35, ja, es sind $2,5, ging das wieder abwärts. Also 8% so ungefähr. Und bei größeren Umsätzen, da wurde also einiges verkauft. Insbesondere bevor jetzt die Zahlen rauskamen. Oder auch nach den Zahlen. Es war der 19. Nee, die Zahlen sind am 20. erschienen. Also hier ist nochmal ein Teil verkauft worden am 20. Die sind vor Börseneröffnung erschienen. Das heißt, die schlechten Zahlen haben zu Verkäufen geführt. Das kann man hier schon sagen. Die Bank Osaka hat ihre Zahlen erst nach Börsenschluss veröffentlicht am selben Tag. Aber die Zahlen waren ja nun durchaus positiv im Vergleich zur TFC. Gut. Wie gesagt, kurzes Video, kurzer Einblick und vielen Dank. Abo dalassen, Like klicken und so weiter. Ihr kennt es schon.